أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى فيرسن دي الله سبحانه وتعالى in wunderschönsten Art beschreiben, so dass derjenige, der Verstand besitzt, einfach sprachlos bleibt und hat nichts anderes zu sagen, außer sich zu unterwerfen und demütig zu Allah subhanahu wa ta'ala sich zu wenden. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Wir danken Allah subhanahu wa ta'ala für die Rechtleitung. Wir danken ihm, dass er uns immer wieder diese Sitzung ermöglicht, wo wir ihn erwähnen, seine Worte lesen und studieren, wo wir nach seiner Barmherzigkeit suchen. Und freut euch, meine liebe Brüder und liebe Schwestern, freut euch, wallahi, Allah ta'ala lässt die Löhne nicht fallen. Jeden Schritt, den du zur Moschee gemacht hast, damit hat Allah dir eine Hasana geschrieben, eine schlechte Tat weggelöscht und eine Stufe erhöht. Das ist das Mindeste. Und noch dazu kommt der Lohn der Sitzung. Und der Lohn der Sitzung, darüber sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Majtama'a qaumun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa haffathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dhakarahumullahu fiman 'indah." Wer sagt das? Unser geliebter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jede Schar von Menschen, die sich in einer Moschee treffen, um Koran zu zitieren und Allah zu erwähnen und seine Worte zu studieren, Allah schickt ihnen seine Engel. Sie kommen und umkreisen sie alle. Sie sind da. Sie sind da. Sie umkreisen uns mit ihren Flügeln. Zweites Geschenk. Allahs Barmherzigkeit kommt runter. Das ist, da kannst du nicht kaufen. Hä? Nicht mit Milliarden Euro. Gehe irgend in eine Sitzung, außer wo Allah Ta'ala erwähnt wird, diese Barmherzigkeit kriegst du nur im Gotteshaus und nicht nur. Und die innere Ruhe erreicht ihre Herzen. Ach, danach streben die Millionären und die Milliardären nach innerer Ruhe. Und lasst euch nicht täuschen durch ihr Aussehen, ihre Ausstrahlung. Aber drinnen ist Schrott, Verderben, Depressionen, Krankheiten, Widersprüche, Zweifel, alles Mögliche. Aber hier empfindet der Gläubige, reich oder arm, eine innere Ruhe, geschenkt von Allah Ta'ala, nur durch diese Sitzung. Mach nur die Niyyah, mach nur die Absicht, dafür kriegst du das. Und dann, das vierte Geschenk ist das Beste. Darüber sagt Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, und Allah erwähnt sie in diesem Moment bei seinen Engeln. Er erwähnt euch, meine liebe Brüder, liebe Schwestern, eure Namen werden bei seiner Majestät jetzt erwähnt. Allahu Akbar. Dass dein Name erwähnt wird, weißt du, was Ubay ibn Ka'b, Ubay, ein Gefährte von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da kam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu ihm. Er sagt ihm: "Ja, Ubay, Allah hat mir offenbart, dass ich zu dir komme und dir Surat al-Bayyinah vorlese." لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. Er sagt ihm: "Was, was? Hat mich Allah mit meinem Namen erwähnt?" Er sagt ihm: "Ja." Dann begann er zu weinen, dass er nicht mehr zu stoppen war, weil er das gefühlt hat. Seine Majestät hat ihn mit Namen erwähnt. Wie mag es sein mit euch auch alle, mit uns alle, bi'idnillah? Mach nur die Absicht dafür. Und deswegen, das ist ein Erbarmen von Allah, dass er uns diese Wege ermöglicht. Denn heutzutage, wo der Euro und Dollar die Herzen erreicht hat und steuert, die Leute vernachlässigen diese Sitzungen und denken, sie haben keine Zeit dafür. Aber lieber sind sie woanders. Und wenn es ein Fußballspiel ist, der 2 Stunden dauert oder 3 Stunden, dann sind sie dort gerne und mit Gelassenheit und innerer Ruhe. Aber zu Moscheen leider nur. Allah subhanahu wa ta'ala ermöglicht zu den Moscheen nur diejenigen, die er auserwählt hat. Es ist nicht selbstverständlich, dass du hier sitzt. Deswegen freu dich, trotz deinen Sünden. Trotz deinen Sünden. Freu dich, dass du hier sitzen darfst. Das heißt, Allah will, dass du diesen Lohn bekommst, zumindest. Und alle bekommen den Lohn. Der Lohn ist die Vergebung von allen Sünden, kleinen Sünden. Von allen Sünden wirst du bekommen, bevor du aufstehst. Bevor du aufstehst, bekommst du die Vergebung. Da kommt ein Engel und sagt: "Qumu maghfuran lakum, qad buddilat sayyi'atukum hasanat."
steht auf, ihr seid alle vergeben von Allah und eure Sünden sind zu Hasanat umgewandelt worden. Allahu Akbar, Staatsguthaben. Du gehst mit Staatsguthaben, du freust dich über ein Angebot von O2, wenn du 50 Euro Guthaben hast und sagst, du kannst viel telefonieren. Was ist das? Deine Sünden wurden umgewandelt zu Hasanat durch diese Sitzung. Da kommt ein Engel und sagt, ja Allah, da sitzt einer unter ihnen, der kam nicht. Der kam nicht für die Sitzung. Er kam für was anderes. Er kam, um jemanden zu treffen und von jemandem eine Telefonnummer zu haben, um von jemandem sein Geld zurückzubringen oder irgendetwas. Dann sagt Allah, هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ وَلَهُ قَدْ غَفَرْتْ. Das sind die Sitzenden. Derjenige, der mit ihnen sitzt, es erreicht ihm das Gleiche und mit ihm fange ich an, er kriegt auch die Vergebung. Allahu Akbar. Was ist das? Das kriegst du in den Sitzungen, wo du zu den Moscheen kommst, um nur Allah Ta'ala zu erwähnen. Lasst uns, meine liebe Brüder und Schwestern, mit unserem Vortragsreihe von letzter Woche zu Ende kommen. Denn wir haben über ein großes, wichtiges Phänomen gesprochen. Und wir haben die Ursachen und die Symptome von der Krankheit erwähnt, die lautete, diese Mattigkeit, Lustlosigkeit, Faulheit, Motivationslosigkeit, Schlaffigkeit mit Doppel-F, wenn man faul ist in der Religion und im Glauben und im Praktizieren und auf dem Weg der Rettung, man bekommt eine Langeweile. Man bekommt eine Kurve runter. Man bekommt seinen tiefsten Punkt. Man bekommt eine Müdigkeit. Wir haben die letzte Woche darüber gesprochen. Warum? Wieso? Was sind die Gründe? Was sind die Ursachen? Das haben wir, inshallah ta'ala, abgehackt. Heute, inshallah ta'ala, sprechen wir über die Heilmittel und die Antibiotika gegen diese Krankheit, damit man wieder seine Motivation hat, damit man wieder ein neues Jahr anfängt. Und wir empfangen jetzt demnächst ein neues Jahr, nicht christliche. Ich rede über Hijra-Jahr. Vielleicht ist das morgen oder übermorgen. Also, wir haben jetzt 1432 wird kommen, inshallah ta'ala. Das ist ein neues Jahr und jeder von uns wünscht sich, einen neuen Start zu machen. Neuer Anfang für Allah ta'ala. Es gibt eine arabische Weisheit, die sagt, Al-Muslihu au As-Salih, man kana يومه خيرا من أمسه ومن كان غده خيرا من يومه والمسيء من كان أمسه خيرا من يومه ومن كان يومه خيرا من غده. Der rechtschaffene Diener ist derjenige, dessen heutigen Tag besser als den gestrigen Tag ist. Die Kurve geht nach oben bei ihm. Und dessen morgigen Tag besser als sein heutigen Tag ist. Also es geht immer nach oben. Und der Schlimme, der Übeltäter, der Schlimme, der Sündige, der kannst du über ihn alles sagen, das ist derjenige, dessen gestrigen Tag besser als sein heutigen Tag ist. Und dessen heutigen Tag besser als sein morgigen Tag ist. Das heißt, es geht nach unten. Und heute will ich euch, meine liebe Brüder und Schwestern, und mich selbst dazu motivieren. Wir wollen einen neuen Start machen, neuer Anfang. Aber dafür wollen wir heute schon von dieser Apotheke einen Medikamentenbeutel mitbringen und gleich heute damit anfangen, die Antibiotika zu nehmen, sodass wir inshallah ta'ala einen starken Start haben, wo wir nicht mehr zu dieser Krankheit zurückkehren. Nummer 1. Wir müssen, meine liebe Brüder und Schwestern, unsere Iman, unsere Glaube immer erneuern und erfrischen. Denn der Iman im Herzen veraltet sich. Der Iman im Herzen
ist genauso wie ein Mantel, den du kaufst. Am Anfang ist das schön, neu und so. Wenn du das schlecht behandelst und wegschmeißt und nicht bügelst, nicht da, nach 2 Jahren, 3 Jahren, du siehst auf dem Mantel, obwohl das teuer ist, nicht mehr so nützlich. So hat Muhammad s.a.w. gesagt: Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Fas'alu Allah an yujaddid al imana fi qulubikum. Hadith bei Tabarani und bei Al-Hakim. Der Prophet s.a.w. sagt: Der Iman veraltet sich in euren Herzen genauso wie Stoff, Anziehstoff sich veraltet. Was sollen wir, ja Rasulullah, machen? Also, wer hat ihm gesagt? Dann betet Allah subhanahu wa ta'ala, dass er euch euren Glauben im Herzen erfrischt und erneuert. Also Dua. Dua. Ja Rab, du siehst meinen Zustand. Ja Rab, du siehst meine Schwäche. Ja Rab, du siehst, wie ich bin. Ja Allah, es gibt keine Rettung außer von dir. Ja Allah, erfrische meinen Glauben, stärke meinen Glauben, weil Muhammad s.a.w. dir das gesagt hat. Fas'alu Allah an yujaddid al-imana fi qulubikum. Und das tun wir, insha'Allah ta'ala. Und in einem anderen Hadith sagt Muhammad s.a.w. Ma min al-qulubi qalbun illa wa lahu sahabatun ka sahabati al-qamar bayna al-qamar mudhi. إذا علته سحابة فأظلم إذا تجلت عنه فأضاء إذ تجلت عنه فأضاء. Es gibt kein Herz von den Herzen, der nicht eine Wolke über sich haben kann. Eine Wolke. Genauso wie der Mond, auch dass eine Wolke zwischen dir und dem Mond kommt. Auf einmal ist das dunkel. Und wenn die Wolke raufgeht, weggeht, dann ist das wieder hell. Das ist erstmal natürlich. Allah will so. Sonst weißt du nicht, sonst wirst du stolz. Wenn dieser Glaube immer fest bleibt, dann merkst du es nicht. Aber wenn du schwach bist, dann merkst du, dass du Allah brauchst. Und dass die Rechtleitung nicht in deiner Hand ist, sondern bei Allah Ta'ala. Deswegen, zweite Sache, meine lieben Brüder. Der Motor braucht Treibstoff. Er braucht Energie. Treibstoff, wenn es ein Dieselmotor ist oder Benzin, und Energie, wenn es elektrische Strom durch einen Aggregator oder durch irgendetwas. Er braucht Treibstoff, sonst kann er nicht rollen. Und so ist dein Glaube und dein Herz. Er braucht diesen Treibstoff. Er braucht, dass du diesen Motor überholst. Oder wie heißt das? Die Mechaniker sind hier. Wie heißt das? Ein Motor, der alles von wiederholt wird. Alle Teile werden gewechselt und neu überholt. Ja. Also, dein Motor muss überholt werden, muss neu gemacht werden. Und noch dazu, neue Teile, schlechte, falsche, weg, neue Teile reinmachen und zum Techniker schicken. Dieser Treibstoff, meine lieben Brüder und Schwestern, Zikrullah! Allahs Gedenken. Und was lässt dich wissen, was das für ein Treibstoff ist? Allahs Gedenken. Erwähnt Allah am Morgen und am Abend so viel und übertreibt dabei. Wie? Wer hat das gesagt? Allah sagt uns das. Hör mal, was Allah Ta'ala sagt. Ja, ayyuha alladhina amanu. Oh, die ihr glaubt. Ein Brief zu uns alle, dann müssen wir unsere Augen aufmachen. Ja, ayyuhalladhina amanu, udhkurullah dhikran kathira, wasabbihuhu bukratan wa asila. Oh, die ihr glaubt, erwähnt Allah und gedenkt Allahs so viel. Und am Morgen sollt ihr ihn lobpreisen und am Abend tun wir das. Treibstoff. Wenn du aufstehst, mach dir ein Subha und beginne mit der Kette 500 Mal La ilaha illallah zu machen. 500 Mal Subhanallah, 1000 Mal La ilaha illallah, 1000 Mal, eine halbe Stunde. Subhanallah, für ein Fußballspiel geben wir eine Stunde zum Sitzen. Für einen Oscar-Film sitzt du 2 Stunden zum Sitzen. Für eine gute Unterhaltung bei deinem Freund sitzt du 1 Stunde in einem Café. Für, weiß ich nicht, für ein Hobby
und Spiel oder für Sport gibst du 2 Stunden, 3 Stunden. Aber mit Allah willst du dich nicht hinsetzen? Damit du dein Herzen, das müssen wir unbedingt einführen in unserem Leben. Wallahi, wenn wir heute diese Ratschläge folgen, dann hast du nicht mehr diese Krankheit. Du wirst auf einmal stark sein. Morgens und abends. Bitte schön, sag deiner Frau, deine Kinder, deine Familie, das ist eine Zeit für mich, für Allah. Geh in dein Zimmer und erwähne Allah Ta'ala. Subhanallah, Subhanallah. Und gedenke seiner Majestät, seiner Macht, wie groß und wie gewaltig Allah Ta'ala ist. Lobpreise ihn. Mach ihn hoch in deinem Herzen. Verehre ihn in deinem Herzen. Und dann wirst du sehen, Wallahi, du gehst raus. Glücklicher geht es gar nicht mehr. Wallahi, stärker geht es nicht mehr. Du gehst zufrieden. Du fühlst Licht in deinem Gesicht, in deinem Herzen, in deinen Schritten. Alles, was du tust, mit voller Freude. Mit voller Freude. Wallahi, wir haben einen Schatz. Aber wir verpassen so vieles, leider. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إنما المؤمنون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Die Gläubigen, wahrlich, die Gläubigen, das heißt die wahren Gläubigen, sind diese. Wenn Allahs Name erwähnt wird, auf einmal fühlen sie eine Furcht in ihren Herzen. Auf einmal fühlt er die Nähe zu Allah, wenn er nur seine Worte hört. Das ist ein Zeichen des Glaubens. Ha? Und was ist ihr Zustand, wenn sie Allahs Verse hören? Auf einmal steigt ihr Glauben höher und höher und sie vertrauen auf ihren Herrn. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Wahrlich, mit der Erwähnung Allahs beruhigen sich die Herzen. Das ist ein direkter was? Ein direkter Heilmittel. Mit der Erwähnung Allahs beruhigen sich die Herzen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns auch dazu motiviert, diese Treibstoff nicht einfach zu vernachlässigen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. Das Gleichnis von demjenigen, der Zikrullah macht, Allah subhanallah walhamdulillah, der Allahs gedenkt, und demjenigen, der kein Zikr macht, nur mit seiner Dunya. Wie? Was ist ihr Gleichnis? Wie der Lebendige und der Tote. Der andere ist tot. Ist drinnen kaputt. Wie ein unbewohntes Haus. Nichts drinnen. Wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: القلب الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب. Ein Herz, was nichts von Gottes Wort hat, ist wie ein unbewohntes Haus. Schmutzig. Vernachlässigt. Ha? So unrein. Wal'iyadu billah. Und deswegen, meine liebe Brüder, das ist eine Sache, die wir nicht vernachlässigen, unser Treibstoff zu haben. Denn der Scheitan will uns was? Angreifen. Und er will uns in die Irre bringen. Und er will uns schwächen. Und darüber sagt Allah Ta'ala, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Die wahren Gläubigen, diejenigen, die glauben, das sind diejenigen, wenn der Satan sie angreift mit Einflüsterungen, auf einmal gedenken sie Allahs und dann sehen sie klar, noch klarer. أَفَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا. Eine Frage von Allah im Koran. Ist etwa derjenige, der tot war
und wir haben ihn lebendig gemacht. Und wir haben ihm ein Licht gegeben, womit er durch die Menschen umhergeht. Wie derjenige, der in Finsternissen und Dunkelheiten steckt. Sind die beide gleich? Niemals. Was ist damit gemeint? Der erste ist lebendig mit Dhikrullah. Der zweite ist tot mit dem Vernachlässigen von Dhikrullah. Und deswegen, meine lieben Brüder, von Dhikrullah gehört Ad-Dua. Es gehört auch Tasbih, Tahlil. Subhanallah, tamla'u al-mizan. Walhamdulillah, tamla'u ma bayna al-sama'i wal-ard. Was-salatu nur. Was-sadaqatu burhan. Was-sabru diya'. Allah, der Prophet sagt, Subhanallah, zu sagen, macht die Waageschale voll. Hadith authentisch. Subhanallah macht die Waageschale voll. Alhamdulillah macht zwischen Erde und Himmel voll. Allahu Akbar. Warum vernachlässigen wir das, meine lieben Brüder? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sah einmal seine Frau. Ich glaube, Zainab war das. Sie saß nach dem Morgensgebet auf ihren Sitzplatz in der Moschee und begann Allah Ta'ala zu erwähnen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ging und beim Sonnenaufgang kehrte er zurück. Er fand sie immer noch sitzen. Er sagte ihr, was hast du die ganze Zeit gemacht? Sie sagt, ich habe Dhikrullah gemacht. Er sagt, oh, ich habe einen Satz gemacht. Und dieser Satz ist so groß und gewaltig, genauso wie die ganze Zeit, wo du hingesessen hast und du die ganze Zeit Allah erwähnst, dieser Satz ist so stark, dass das Ganze hier, kann man das alles hier zusammenpacken. Wollen wir diesen Satz hören? Nein, schönes Angebot, nicht wahr? Das ist besser als Mediamarkts Angebot. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, Subhanallah, adada khalqih, wa rida nafsih. Das heißt, er lobpreist Allah, aber wie? Wie oft? Wie viel? In welcher Art und Weise? In welcher Gewaltigkeit? Er sagt, Subhanallah, adada khalqi. O Allah, Subhanallah, so die Anzahl davon, wie die Anzahl aller deiner Geschöpfe. Uff, wie viele Milliarden und Abermilliarden? Subhanallah, in Anzahl wie die Anzahl deiner Geschöpfe. Wazinat arshi. Und Subhanallah, so schwer und gewaltig wie die Schwere deines Thrones. Wazinat arshi. Wamidad kalimat. Warida nafsi. Und Subhanallah, wie es ihm gefällt. Wie es ihm gefällt, das heißt stopp. Und dann. Und Subhanallah, wie die Tinte seiner Worte. Wollen wir mal wissen, wie, wenn Allah Ta'ala seine Worte spricht, wie viel Tinte er dafür braucht? Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt im Koran, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَمْ تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Wenn das Meer als Tinte wäre und dann, dadurch schreibt man von diesen Tinte, damit die Worte Allahs geschrieben werden, die gehen nie zu Ende. Auch wenn wir noch mehrere andere Meere zusammen noch dazu einfügen als Tinte und niemals geht das zu Ende. In einem anderen Vers heißt das, und wenn alle Bäume auf die Erde als Schreibe rühren, ja, als Schreibfeder wären und alle sieben Meere auf die Erde als Tinte wären, die Worte Allahs gehen nie zu Ende. Muhammad Sallam sagt, Subhanallah, midada kalimatik. Subhanallah, wie die Tinte deiner Worte. Das ist wunderschöne Dua, was man sagt. Wenn wir über ein Dhikrullah sprechen, dann bleiben wir schon einen Vortrag darüber. Aber das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Deswegen sagt Rasulullah, لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله.
Deine Zunge soll die ganze Zeit fließend mit Dhikrullah, mit der Erwähnung Allahs sein, fließend. Du siehst diese tugendhafte, rechtschaffene Leute. Wir haben die Ehre gehabt, solche Leute kennengelernt zu haben. Wallahi, wallahi, man hat es gesehen, die ganze Zeit. Wenn er mit dir nicht redet und er sitzt, er bewegt sein Lippen. Er nutzt jede Zeit. Wenn du nicht mit ihm redest, dann erwähnt er Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt keine freie Zeit. Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi sagt, und lass uns mal seine Worte hören, lass uns Satz nach Satz. Inna al-dhikra yu'ti al-dhakira quwwatan. Dhikr, Erwähnung von Allah ta'ala, er gibt dir Kraft. Hatta innahu la yaf'alu ma'a al-dhikri ma lam yutiq fi'lahu bidunih. So dass er durch Dhikr in seinem Tag erreicht, was er nie erreichen kann ohne Dhikr. Das heißt, auf einmal hat er Power und Kraft für Arbeit, für alles Mögliche. Woher kommt diese Kraft? Von Dhikrullah. Und dann erzählt er über seinen Sheikh. Wer war sein Sheikh? Ibn Taymiyyah. Er sagt, und ich habe von der Kraft von Sheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, in seiner Rede, in seinen wie er schreibt und so, was Ungewöhnliches. Er hat manchmal in einem Tag da verfasst, also Bücher verfasst, was der Kopierer damals, der Kopierer, was macht der Kopierer? Er schreibt nur ab. Das war damals Druckerei. Druckerei, gib jemanden, gib ihm Geld, mach mir bitte 4 Exemplare. Und wie viel gibst du ihm? 2 Wochen lang, er ist nur am Schreiben, am Schreiben. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah verfasst in einem Tag, was ein Kopierer eine Woche lang hat, nur um abzuschreiben. In einem Tag. Woher hat er diese Kraft? La ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihm das. Er sagt über Dhikr, Dhikrullah, innahu qutul qalbi wal ruh. Das ist die Ernährung von deiner Seele und von deinem Herzen. فَإِذَا فَقَدَهُ الْعَبْدُ صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْجِسْمِ إِذَا حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُوَّتِهِ. Er sagt, wenn man Dhikrullah verpasst hat, man hat das nicht, dass dann zwischen seinem Körper und seiner Kraft gibt es ein Wand. Das heißt, er ist kraftlos. Deswegen reden wir über die Kraftlosigkeit. Und dann sagt, وَحَضَرْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ مَرَّةً صَلَّى الْفَجْرِ. Er erzählt wieder über seinen Sheikh. Einmal hat Ibn Taymiyyah Fajr-Gebet gebetet. Ibn Taymiyyah saß, sagt er, nach Fajr-Gebet bis zum Mittag. Bis zum Mittag. Als ich zurückkam im Mittag und fand ich ihn immer in seinem Sitz bei Dhikrullah, er sagte mir, hey, das ist hadihi ghadwati. وَلَوْ لَمْ أَتَغَدَّ هَذَا الْغَدَاءِ سَقَطَتْ قُوَّتِي. Das ist bei seinem Buch Al-Wabil Sayyib. Er sagt, hier Ghadwati heißt nicht mein Ausgang, sondern das ist mein Ghadwa, das ist mein Essen, meine Ernährung. Wenn ich das nicht dadurch ernähre, dann habe ich keine Kraft für den Tag. Guckt mal, wie diese Leute waren, mein lieber Bruder. Die guten Taten, allgemein, wie zum Beispiel Umrah, Hajj, Spenden, Sadaqa, Gutes tun, helfen, Gutes sprechen, gute Charakter zu haben, zu den Eltern gütig zu sein, zu den Nachbarn was Gutes zu machen, zu deinem Freund, alle diese guten Taten, das Gebet, das Fasten, freiwillige Gebet, freiwillige Fasten, alle mögliche, diese mögliche Taten erwecken und stärken dich und stärken deinen Glauben und deine Motivation. Deswegen, manche Leute sagen, ich fühle mich kraftlos, ich habe alles Mögliche versucht, ich habe das und das. Sag, du belügst dich selbst. Du belügst dich selbst. Warum? Weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Wahrheit spricht. Und Allah die Wahrheit spricht. Allah ta'ala sagt, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Du sagst mir, nein, ich fühle mich immer unwohl. Dann liegt das Problem bei dir. Dass du Allah erwähnst, aber mit einem Körper ohne Seele. Versuchen wir mal das zu machen und dann werdet ihr das sehen. Viertens, meine lieben Brüder. At-taqwa, Gottesfurcht. Ein Bruder hat mich gestern in Duisburg, ich hatte einen Vortrag gestern dort, er hat mich gefragt, wie kann ich mehr Wissen haben?
Oh, eine gewaltige Frage. Vortrag braucht es. Ich habe ihm gesagt, ich gebe dir nur einen Vers. Reicht als Antwort. واتقوا الله ويعلمكم الله. Fürchtet Allah, so will Allah euch mehr Wissen geben. Ah. Direkt Gottes Furcht, meine liebe Bruder. In einem anderen Vers. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويغفر لكم. Allah Ta'ala sagt, O die ihr glaubt, wenn ihr Allah fürchtet, dann gibt euch Allah ein Furqan. Was ist Furqan? Ein Trenner zwischen dem Guten und Schlechten. Auf einmal hast du eine Waffe bei dir, die dich von dem Schlechten trennt. Ein Furqan. Und Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt, Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullah wa aminu bi rasulih yutikum kiflayn min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. O die ihr glaubt, fürchtet Allah, habt Gottes Furcht, fürchtet Allah und folgt seinen Propheten, so wird er euch doppelt Barmherzigkeit schenken. Nicht nur eine, noch zweifache. Doppelt Barmherzigkeit schenken. Und noch dazu gibt er euch Licht, womit ihr geht und wo, und dann wird er euch eure Sünden vergibt. Und Allah Ta'ala sagt, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Und diejenigen, die sich um unseren Weg bemühen und sich anstrengen, denen werden wir was? Recht leiten. Wir werden sie zu unserem Weg recht leiten.